Messe-Highlight dieses Jahr ist eine absolute Neuheit, ist dieser Wohnwagen im Hintergrund. In diesem Wohnwagen können wir ein Motorrad mittransportieren, bis zu 250 Kilo. Und wir haben trotzdem einen vollwertigen Wohnwagen mit Toilette, mit Dusche, mit Schlafmöglichkeit und so weiter. Wir haben also die Möglichkeit, Camping zu machen in einem Wohnwagen. Und wir haben trotzdem das Motorrad mit im Urlaub. Früher ging es eigentlich nur so, ich habe einen Pkw, einen kleinen Hänger, habe das Motorrad hinten draufgestellt, musste mir dann irgendwo eine Unterkunft suchen, wo ich dann übernachtet habe oder wie auch immer. Wenn ich aber gerne Camping gemacht habe und wollte mal ein Motorrad dabei haben, war das nicht möglich. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, Motorrad mit in meinen Wohnwagen zu nehmen. Wenn ich am Zielort bin, nehme ich das Motorrad raus, rüste ein klein bisschen um, dauert 5 Minuten und dann habe ich einen vollkommen vollen Wohnwagen. Klar ist kein Fahrgestell wie beim Pkw oder beziehungsweise wie bei einem Wohnmobil, da fehlt der Motor und so weiter. Das Teil hänge ich natürlich hinten an meinen Pkw, von daher ist es schon etwas kostengünstiger. Aber wir haben hier alles genauso ausgestattet wie in einem teuren Wohnmobil. Ist alles drin, wir können auch autark sein damit, also freistehen, ohne Fremdstrom und so weiter. Genau das gleiche mit einer eigenen Stromversorgung. Und ist natürlich wesentlich kostengünstiger, weil wir liegen so um die 20.000 Euro mit allem kompletten Zubehör. So wie der Wohnwagen hier steht, mit Markise und so weiter. Es gibt eigentlich nichts mehr optional, was man dazu buchen könnte. Das Hubdach, das ist das ganz Besondere an unseren Fahrzeugen. Das ist auch der eigentliche Witz bei unseren Fahrzeugen. Wenn wir das Hubdach runter machen, haben wir eine Höhe unter 2 Metern. Und diese 2 Meter, die findet man halt sehr, sehr häufig, wenn man mit einem Wohnwagen unterwegs ist, wieder. Weil wir haben immer häufiger Durchfahrtshöhen von 2 Metern auf Parkplätzen, unter Brücken und so weiter, wo ich mit einem normalen Wohnwagen gar nicht drauf fahren kann. Mit diesem Wohnwagen ist es überall möglich. Gibt keinen Ärger sozusagen. Ne? Ich muss den nicht vorne abstellen, sondern ich kann den mit auf den Parkplatz nehmen, weil unter 2 Meter, dann darf ich auch drauf fahren. Gleiche ist in Frankreich jetzt einfach nochmal eingeworfen. Die kosten keine Maut in Frankreich, weil die unter 2 Meter sind, die Wohnwagen, so dass ich da halt fahren kann und eine Menge Geld sparen kann, wenn ich halt über die Autobahn in Frankreich fahre.